Willkommen zurück bei Shadow Gambit. Wir haben hier aufgehört, wir machen hier weiter. Ich würde mal sagen, wir schauen uns gleich mal wie Sie wünschen. Die Welt mit anderen Augen sehen. Hoho, du hast echt umgehört. So. Jede Menge Ambitionen. Gut. Aha. Ach, warte, hier waren wir doch schon mal. Oh ja, das wird spaßig. Das wird spaßig. Haie und Vögel. Jedem, was er verdient. So, mal gucken. Der Ausgang? Er bringt uns nichts. So. Okay, dann müssen wir die jetzt alle umlegen. Wir brauchen jemanden für die Gärten. Ich werde eine Anfrage an den Magistratus richten. Wie weit guckst du? Okay. Lass mich dich erinnern. Der wird das Hauptproblem sein. Dicho y hecho. Oh, was ist das? Blitzschnell, messerscharf. Ach, ich würde einfach sagen... Die Sitzung ist eröffnet. Oh. Die Krähe fliegt. Und schießt. Mein Urteil ist endgültig. So. Ah, geschwinde Gerechtigkeit. Danke. Du siehst ihn. Okay. Ich werde es trotzdem machen. Bis hier kann ich. Okay, also. Ich kann sehen, wohin das führt. Du kommst zurück. Mach dich mal vom Acker. Ja, hier. Fangen wir an, Kuma. Könntest bis dort. Mach erstmal die hier. Ich bin kein Samurai. So, Feierabend. So. Bis hier. Die Korsarin ist auf der Jagd. Da ist unser Ziel. Das Leuchtfeuer der Offenbarung. Erste Etappe auf dem Pfad der Maid. Sorgen wir dafür, dass wir ungestört sind. Wunderbar. Die Instinkte des Wirts übernehmen. Oh, shit. Shit. Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Ha! Ich kann dein verwestes Fleisch riechen. Nein. Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Du bist aus seinem Kreis raus. Oh, dieses verwendete Feuer. Ich muss dich zur Strecke bringen. Versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle Kontrolle. Schau her, Sensei. Nicht zu dir, Kreatur. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Verbirg dich, wenn du kannst. Sie zurück in die Tiefen gejagt. Ich war in der Flamme dort gefangen. Ich werde eine Anfrage an den Magistratus richten. Moment. Wie cool. Der ist hier runtergekommen, ohne den Kreis zu verlieren. Oh, guck mal, ich hätte das Ding nehmen können. Wie cool. Ich speichere mal ab. Eine kluge Entscheidung. Ich werde den letzten Atemzug meines Opfers erhaschen.
Rauchige Haare, rauchiger Mann. Ich komme bis zu dem da hoch. Ja, wie cool ist das denn? Vielleicht habe ich dich ja unterschätzt. Das wird mir meinen Rock ruinieren. Dein Rock ist mir. Wie viele neue Akolyten waren? Gewiss doch. Schiff. Sie haben bereits ihre Aufgaben. So. La la la. Yuki. So viele Tricks. Ich bin nicht zu fassen. Moment, du springst hier runter? Dann aber bitte nicht rennen. Wir müssen ihn aus der Sicht rausholen. Nein, 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 nein! Halt die! Mir entgleitet dieser Leib! Verflucht! Bleib stehen und stirb! Immer das. Stellen wir eine Falle auf. Fuck! Dieser Busch da. Oh, dieses verwendete Feuer! Ich muss dich zur Strecke bringen. Versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle Kontrolle. Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle Kontrolle. Ich kann dein verwestes Fleisch schon retten. Oh, dieses verwendete Feuer. Ich muss dich zur Strecke bringen. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Verbirg dich, wenn du kannst. Quack, 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 quack. So. Wer hat die Entschuldigung. Ist jemand verwundet? Ah, jetzt hätte ich den hier haben können. Na gut. So, der hier vorne ist jetzt tot. Das heißt. Oh, kinderleicht. Wach auf, wir setzen hier eine Falle hin. Schläfst du? Da drüben. Folg den Kleinen. Ja, guter Plan. Dort lang? Wir brauchen jemanden für die Gärten. Ich werde eine andere vor dem Spinnenpfad. Damit bemerken die nichts. Okay. Überlass das mir. Kann ich abspeichern? Ich bin immer da. Jetzt geh mal bitte ins Gebüsch rein. Blitzschnell. So. Es sind noch. Oh. Wo bewegt er sich hin? Ah, er kommt wieder. 10 Kustoden haben ihr Werk. Los geht's. Ich sende eine Nachricht an den Orden. So, und jetzt brauche ich. Das kannst du machen. So, ich würde sagen, warte mal, wie weit guckst denn du? Dahin. Oh, hast du das gesehen? Leise und geschwind. So. Wie viele neue Akku? Ist egal. Ja, eine schöne Erinnerung. 40. Sie haben bereits ihre Aufgaben. Ich vermute, das wird recht schmerzhaft sein. Nehme ich den mit oder übernehme ich den? Was? Hinko-san weiß, wie man sich versteckt. So. Das war's. Noch am Atmen. Noch bei Verstand. Theresa, wieder in die Bresche. Dein Auftritt. Ein Zeugnis der Vergangenheit. Beichtvater. Ah, Theresa, da seid ihr ja. Kommt es nur mir so vor, oder ist es hier auf einmal ungewöhnlich still? Mir ist nichts aufgefallen. Sollen wir dann? Gewiss. Mal sehen, ob ich mich noch an die Worte erinnere. O geheiligte Maid, Mutter der Flamme, die auf immer da für uns leidet und uns so von der Dunkelheit erlöst.
Heute tritt Teresa vor dich, um in deinen Spuren und durch dein Leiden zu wandeln. Dieser demütige Beichtvater wird ihr auf dem Weg zur Seite stehen. Er wird ihre Reue anhören und ihr Leiden lindern. Tretet vor, Teresa. Maid, ich trete vor dich, nackt und hilflos und als Ebenbild deiner im Angesicht des Feuers. Mögen die Flammen nackt Licht in die Finsternis meiner Seele bringen. Maid, steh mir bei. Im Namen der Maid, ich erkläre dich für schuldig. Ich läutere meine Zweifel mit Feuer. Ich bin wiedergeboren. Was zum? Sieh an. Was ist das denn jetzt? Teresa? Seid ihr wohl auf? Ja, Beichtvater. Es ist nur schon lange her. Nun, wenn ihr euch bereit fühlt, können wir zum nächsten Leuchtfeuer aufbrechen. Nur zu. Ich komme gleich nach. Marley, was sind das für Schatten? Das Feuer hat deine verfluchte Seele destabilisiert. Es hat dafür gesorgt, dass sich Echos aus deiner Vergangenheit manifestieren können. Sie müssen zerstört werden. Das kann ich spüren. Ich muss meine Kräfte nutzen. Schatten der Offenbarung. Ich bin bereit. Wir sind der Schild, der die Menschheit vor dem Fluch. Wie komme ich denn da hoch? Bin nur ein Werkzeug in ihrem Entwurf. Wie komme ich denn da hoch? Ach, da ist eine Leiter. Im Namen der Maid, ich erkläre... Ein Bolzen, ein Leben. Niemand darf unsere Heilige... Ich hab's erlebt. Ein Bolzen für deinen Schädel. Sie hat mich aus dem Nichts emporgehoben. Sie hat mich aus der Schwäche herausgeformt. Ich bin ihre demütige Dienerin. Ah ja. Ich erinnere mich noch an die Narrin, die ich einst war. Und Narren waren wir alle. Narren, die darüber klagten, dass man uns in diese gottlose, verlorene Karibik geschickt hatte. Doch dann entdeckte die Maid das Feuer und wurde selbst zu unserem Leuchtfeuer. Ein Frevel wiegt schwer. Urteil ist nach. Sie schützte mich vor der Korruption. Sie rettete mich vor der Finsternis. Ihr Feuer erleuchtet meinen Weg. Nach jahrelangen aussichtslosen Kämpfen gegen die Verfluchten rettete uns das Feuer. Wir schwelgten in seiner Macht und ahnten nicht, in welche Abscheulichkeiten es uns verwandelte. Schon bevor wir den Weg der Maid verließen, hatten wir uns selbst verdammt. Lasst uns zum nächsten Leuchtfeuer aufbrechen. Unser Freund wartet. Okay. Das wird... Wie viel Zeit ist verstrichen? Ändere meine Position. Das wird jetzt so ein sehr anstrengendes. Crea Cuervos. Mit freundlichen Grüßen. Ich bin deine Henkerin. So. Na. Meine Kraft kehrt zurück. So. Die hätte ich übernehmen sollen. Ei, hier. Ein Abenteuer. Den hätte ich übernehmen sollen. So, wo muss ich jetzt genau hin? Dahin. Das heißt, ich muss hier geradeaus rüber. Also ist er als nächstes dran. Ich kann das. Das klappt immer. So. Seht ihr das? Oder ist er zu weit weg? Ja? Nein? Mist. Ist das ein Rätsel? Dann... Das macht Spaß. Müssen wir das andere Feuer nehmen. Gespannt wie eine Feder. Was ist das? Mir scheint unsere Arbeit nie getan. Das Knallen, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist nicht. Das gehört nicht zum Spiel dazu. Na
Nun also. Ich habe Fensterstücke aufgeklappt. Oh, die machen draußen Feuerwerk, ich glaub's ja. Ey. Ja, tut mir leid, dass das jetzt im Hintergrund zu hören ist. Aber weil die in diesen Tagen bei geschlossenem Fenster am Computer sitzen ist. Ändern wir unsere Sichtweise. Puh. Danke. Der Geist eines schlichten Akolyten. Bereit, Kuma? Ich kann das. Und falls jemand um die Ecke kommt... Schwer. Nehmen wir ihn hier mal weg. So. Okay, das bringt uns jetzt bis hier. Dann gehe er mal bitte bis dort. Ah, das bringt uns hier hoch, um ihn umzulegen. Es überrascht mich, dass du dich noch an all die Lehren erinnerst. Wie könnte ich sie vergessen? Ich war von Anfang an dabei. Ich sah, wie die Maid unsere Macht zügelte und die Armen und Unterdrückten erlöste. Ich folgte ihrem Ruf zum ersten Purga Magna voller Eifer, den Fluch zurückzudrängen. Ich war dabei, als die spanischen Gesandten all unsere Werke an sich rissen und dem Feuer übergaben. Die Gerechtigkeit ist hart. Warte. Eingereicht zur Revision. Der Tod kommt dir zu Gruße. So. Blut wird fließen. Verschaffen wir uns eine bessere Übersicht. Ach, den hätte ich übernehmen sollen. Und der Tod kommt herabgewirbelt. Gut für den nächsten Schuss. So. Mal gucken, wen haben... Ach nein! Nicht die Konstellation. Oh, da sind wir letztes Mal schon dreimal dran gescheitert. Die Korsarin ist bereit. Schau her, Sensei. Was? Hey, Futter für das Feuer. Okay. Ich werde es diesmal wieder machen. Also. Zu deinen Diensten. Ei. Spinnenfaden. Da ist unser Ziel. Das Leuchtfeuer des Urteils. Die zweite von drei Etappen auf dem Pfad der Maid. Irgendwie habe ich. Die Frage ist, ob ich den zweiten auch erschießen kann. Der Hauptteil des Pfades besteht nur aus drei Etappen: Offenbarung, Urteil und Leiden. Tja. Dann wird das wenigstens nicht den ganzen Tag brauchen. Okay, folgendes. Folgender Plan. Möge die Zukunft. Ich möchte versuchen, keine den Knochen. Hinteren zu erschießen. Ich hab's erlebt. Ach. Eisernes Urteil. Ist es. Mist, hat nicht geklappt. Ich hab den falschen getroffen. Mensura, Calcula. Das wieder in die Bresche. Kreatur. Miss, gehen wir jetzt? Rechne, berichtige. Stellen wir eine Falle auf. Möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Los geht's. Das Feuer wird nicht zu ich dir geleiten. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Ich hab den falschen, ich hab den Toten erschossen. Möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Auf deiner vermaledeiten Seele. Das Feuer wird das mich Urteil zu dir geleiten. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Gut. Wir haben sie zurück in die Tiefen gejagt. So, Yuki. Das macht Spaß. Für verzweifelte Zeiten. Gespannt wie eine Feder. Leise und geschwind. Nein, warte. Kein Blut vergießen, ja? Fangen wir an, Kuma. Ganz lieb jetzt. Wie lasse ich ihn frei? Seele verlassen. Nichts, das ich mir nicht leisten könnte. So, wo ist der Typ jetzt? Ah, shit. Habe ich doch den richtigen erschossen? Mist. Ich hatte jetzt gedacht, ich kann, wenn der zweite zurückkommt, den einfach übernehmen.
Na gut. Wo kriege ich jetzt jemanden her? Ja, folgendes. Oh, Yuki. Übers Meer. Der Luxus der Klar, Erinnerung. Komme. So. Du wirst die Betäubungsfalle hier setzen. Ich bin nicht zu fassen. Wirst... Du bist dran, Kuma. Bewegung jetzt. Ihn dahin setzen? Ich schicke sie zu dir. Überlass das mir. Kannst du hier weiterlaufen? Ja. Ruf sie zu dir. Die Flamme lenkt mich in diese Richtung. Ein Abenteuer. Die Größte in Person. Das kleine Bestie. Der ist nur betäubt. Stöbern wir mal in einigen Seelen. Komm, komm wieder zu dir, mein Freund. Komm wieder zu dir. Das wäre keine geschehen? Herausforderung. Hast du ihn? Ja. Der Pfeife riecht eklig. Ich hab ihn. So, und nun? Achtung! Was? Eine Seele weniger zum Kosten. Ja. So. Als würde man einen Wein kosten. Dann nimmst du bitte diese Seele. Wirklich? Nicht allzu viel hier. So. Ich würde sagen, das war's. Teresa, para servirle. Yuki hier. Wer zu mir, Kuma? Mein Blick reicht weit. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt, Beichtvater. Oh, ihr müsst mir nicht danken. Es ist eine angenehme Abwechslung, einmal nicht verhört zu werden. Also, sollen wir fortfahren? Heilige Maid, Botin des Feuers, verurteilt in unserem Namen. Teresa hat sich auf den leidvollen Weg deines Lebens begeben. Ihre Vergangenheit wurde offenbart, auf das sie gerichtet werden kann, so wie du gerichtet wurdest. Maid, ich gebe mich dem Urteil des Feuers hin. Möge es die Stärke meiner Seele prüfen. Und sollte ich unwürdig sein, so soll es mich verzehren. Sind wir uns ganz sicher, dass das nicht eine fürchterliche Idee ist? Psst! Oh. Sie hat für uns gebrannt! Sie hat uns alle erlöst! Ich konnte es nicht aufhalten. Maid, steh mir bei! Ich darf nicht verzagen. Ihr Feuer wird uns leiten. Teresa, habt ihr den Sturm überstanden? Ich brauche noch einen Moment. Geht ihr schon vor? Seid ihr sicher? Lasst mich einen Apotheker rufen. Mir fehlt nichts. Danke. Bitte. Bevor ich mich noch mehr blamiere. Scharfschützin, ich spüre, wie deine Seele mit jedem Schatten schwächer wird. Der Pfad der Maid ist nie leicht. Ein Bolzen für jeden, wie beim letzten Mal. Ich werde eher verrotten, als mich vom Feuer besiegen zu lassen. So, jetzt habe ich ein Problem. Wo sind die Schatten? Da. Super. Wie komme ich da jetzt ran? Ihr Feuer wird uns leiten. Ihr Feuer... Oh Gott. Heilige Inquisition. Es ist vollbracht. Ist hier noch jemand? Nein. Nur ihr beide. Okay. Durch die Flammen. Dann würde ich sagen... Nee, warte mal.
Du machst das mal bitte. Ich schätze das Aroma. So, du übernimmst mal bitte den hier. Wen werde ich wohl diesmal schmecken? Selbstgefällig von Presswald? Okay. Bitte? Ein kleines Andenken. Welch schmutziges Geschäft. So erschöpft. Danke. So. Und nun können wir uns hierher begeben. Mit dem Blick einer Judex. Ah, schade. Schade, ich kann nicht drüber. Doch, ich kann hier rumlaufen. Hier rum, darum. Schießt mit dem Glauben eines Prognostikars. So. Sie hat für uns gebraucht. Ach. Erledigt. Okay. Die weiße Krähe ist bereit. Noch einmal. Wie aufregend. Du gehst außen rum, na klar. Warum auch nicht? Blitzschnell, messerscharf. Sie hat für uns gebrannt. Sie hat uns. Vergeudet keine gebenedeiten Geschosse. Ich will ihn umlegen. Das heißt, wenn die drei weg sind. Ihr Feuer wird uns leiten. Ihr Feuer nährt uns. Ah, shit. Doch, das geht. An die Judex komme ich nicht ran. Eine Erinnerung. Die Korsarin ist auf der Jagd. Sie hat für uns gebrannt. Sie hat uns... Wirbelstreich. Spinnenfaden. Blitzschnell. Das Feuer verzehrt sich nach uns. Ach nö! Sie hat für uns gebrannt. Die Krähe fliegt. Genau, geh du mal da rein. Und du? Was ist das? Das ist ja ein toller Trick. Mach's den zweiten Versuch. Das könnt ihr noch besser, Akolyten. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich so ein bisschen Zeit gewinne. Halt, halt, rein da. Oh nein, jetzt laufen die Falle. Oh, Kinderlein. Diese Seele wird schon bald nach ihrem Gusto handeln. Leite meine Hand, werde ich... Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle Kontrolle. Verwest das Fleisch schon riechen. Oh, dieses verwendete Feuer. Kommt noch viel an die Rand. Ich muss dich zur Strecke bringen. Calcula. Calcula. Rectifica. Versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle Kontrolle. Seele. Möge dein Kadaver den Scheiterhaufen Nahrung geben. Die Schatten sind geflohen. Das große Ganze ist sicher. Sie. Offenbar habe ich mich für einen Moment dort verloren. Alle erlöst. Zielt mit dem Blick einer Judex. So. Ihr Feuer wird uns leiten. Ihr Feuer nährt uns. Jetzt müssen wir das Ganze noch mal machen. Trick und Tod. Warte, ich speichere ab. Es möchte, dass man sich erinnert. Sie hat für uns gebrannt. Mit dem Glauben eines Prognostikars. Sie hat uns alle erlöst. Das klappt immer. Ja, guter Plan. Ihr Feuer wird uns. So. Ihr Feuer nährt uns. Und es hat sich ausgeblieben. Ich verliere die Kontrolle. Oh,
Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Möge dein Kadaver den Schein. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Verbirg dich, wenn du kannst. Ich würde sagen, berichtige. Während die hier Panik machen, ist es ein guter Zeitpunkt, eine Pause Achtung, einzulegen. Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Ganz Möge deiner Meinung. Kadaver, den Scheiterhaufen zu dir so. Geleiten. Ich kann dir versichern, das war für mich nicht minder desavouierend. Desavouierend. Ihr Feuer nährt uns. Alles klar. Offenbar habe ich mich für einen Moment dort verloren. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause und beim nächsten Mal weiter. Sie haben uns alle erlöst. Da müssen wir hier alles freiräumen. Okay. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Ihr Feuer nährt uns. Halt deine Klappe, du bist beim nächsten Mal dran. Und vor allem, see you later. Sie hat für uns gebrannt. Sie hat uns alle erlöst.